Weitere Übung. Zeichne ein Dreieck ABC mit der Strecke AB, Seite AB gleich 7 cm, Alpha 70 Grad, Beta 40 Grad. Wir beginnen mit der Strecke AB, und zwar so, dass hier drüber noch ein Winkel passt. Hier ist unsere 0, da steche ich mal ein bisschen doller ein, markiere hier. Das ist die Strecke AB mit 7 cm Länge. Die ist jetzt genau vorgegeben. A und B. Nun wollen wir den Winkel Alpha antragen an A. Und zwar soll der 70 Grad betragen. Wir nehmen die Markierungsmethode 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Hier ein kleines Pünktchen und wir verbinden hier haben wir den Winkel Alpha 70 Grad. Nun wollen wir hier den Winkel Beta 40 Grad eintragen. Ich benutze jetzt mal die Drehmethode zur Abwechslung. An unseren Punkt B lege ich die 0 an und die 40 genau auf die Linie. So, und dann haben wir hier den Winkel Beta 40 Grad und wir sehen schon das Ganze wird ein Dreieck. Hier oben ist der Punkt C. Die Seitenbezeichnungen gegenüber von A, klein a, gegenüber von B, klein b, gegenüber von groß C, klein c. Und wir könnten jetzt noch Zusatzfragen stellen, nämlich, wie groß ist eigentlich der Winkel Gamma hier oben? Das können wir ausrechnen oder wir können es auch messen. Wir machen mal beides. Also wir haben 70 Grad für Alpha, 40 Grad für Beta und wissen, die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad. Wenn ich davon 70 und 40 abziehe, dann sind das hier 110, bleiben also wieder 70 Grad für den Winkel Gamma. Und wir prüfen mal nach. Die 0 hier bei Punkt C bitte anlegen, die Kante auf die Kante und die Seite ist ein bisschen zu kurz, deshalb verlängere ich die jetzt gerade mal. Also hier nochmal die 0 zur 0, die Kante auf die Kante und naja, kann man gelten lassen, wir sind hier bei 69 und es sollten eigentlich 70 Grad sein. Ist im Rahmen der Zeichengenauigkeit in Ordnung. Also Gamma gleich 70 Grad. Dann haben wir noch die Seite A und die Seite B. Und auch hier können wir messen, wie lang sind denn diese Seiten. Die Seite A ist, müssen wir mal bei der 1 anfangen zu messen, ist 7,1 cm. Und die Seite B ist, messe ich mal andersrum, damit hier kein Schatten auf mein Papier kommt, ist schon ein bisschen mit Schatten hier alles verbunden. Also sind 4,9 cm. So, und wenn du das Ganze jetzt nachzeichnest, kannst du mal gucken, dass bei dir der Winkel Gamma auch etwa 70 Grad hat, also 69 und 71 wäre in Ordnung, A ungefähr 7,1 und B ungefähr 7,9, das heißt 7,0 und 7,2 ist genauso in Ordnung und hier auch 4,8 und 4,7.